Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute geht es um das Kurzarbeitergeld. Weil heute am 30.06. endet für etwa 100 Betriebe im Flutgebiet die Sonderregelung, die ursprünglich für die Pandemie gemacht wurde, bezüglich des Kurzarbeitergeldes. Und betroffen davon sind 100 Betriebe und etwa 1300 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und hinter diesen Zahlen stecken eben Menschen und menschliche Schicksale. Und wir haben schon in dem Gespräch bei der Ministerpräsidentin Mitte März dieses Thema platziert, weil wir genau die Situation, die wir heute haben, haben kommen sehen, dass der Bund diese Regelung nicht verlängert und damit im Prinzip auch Arbeitslosigkeit in Kauf nimmt. Wir haben sowohl die Landesregierung wie den Bundesarbeitsminister angeschrieben. Die Landesregierung hat reagiert und hat noch einmal deutlich gemacht, auch heute mit einem Schreiben von Landesarbeitsminister Schweizer, dass sie beim Bund in dieser Frage interveniert hat. Und wir müssen feststellen, dass nichts geschehen ist auf Bundesebene, um die Fortsetzung der Kurzarbeitergeld-Sonderregelung wirklich in die Tat umzusetzen. Wir haben mehr und mehr das Gefühl, dass bestimmte Behörden, je weiter sie weg sind, unsere ganz spezielle Situation und die Situation der Menschen jetzt von Arbeitslosigkeit bedroht und die Situation der Betriebe, denen damit keine Perspektive gegeben wird, nicht wirklich im Blick haben. Wir versuchen das weiter. Wir sind froh, dass die Landesregierung sich engagiert und wir versuchen als Kommunale, sowohl die Landrätin wie auch die Bürgermeister, auch diese Frage weiter hochzuhalten, denn davon hängt in der Tat der Fortbestand vieler Betriebe ab und insbesondere die Zukunftsfähigkeit. Wenn einmal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr da sind, welche Perspektive hat dieses Tal beim wirtschaftlichen Aufbau? Dafür noch einmal zu sensibilisieren, gemeinsam, dafür treten wir an. Und trotz dieser heute nicht wirklich frohen Botschaft wünsche ich Ihnen in einer Zeit, wo man auch durchaus an anderen Stellen Resignation spürt, trotzdem Mut und Zuversicht. Ihr Guido Ochten.